Eine wirklich spannende Sitzungswoche geht zu Ende. Wir hatten in dieser Woche vor allem natürlich die Diskussion um das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig zum Thema Diesel, Fahrverbote in den Innenstädten. Ich kann nur noch mal klar sagen, wir sind gegen Fahrverbote von Dieselfahrzeugen in Innenstädten, sondern vielmehr um die Umrüstung von Fahrzeugen und um die Förderung von alternativer Technologien. Also insofern ein klares Signal für alle, die noch einen Diesel fahren, ich zum Beispiel auch. Wir wollen auch weiterhin in die Stadt hinein. Und natürlich steht eine spannende Entscheidung aus am Wochenende. Wie entscheidet sich die SPD zum Koalitionsvertrag? Die Mitgliederabstimmung wird am Sonntag ausgewertet und beendet sein. Ich hoffe, dass wir in Deutschland Stabilität bekommen. Warten wir es ab, was am Sonntag passiert. Und natürlich lade ich Sie ganz herzlich ein, alle Dinge zu diskutieren. Wir haben ja viel zu diskutieren, die aktuellen Fragen, aber auch natürlich das SPD-Votum. Am 6.3. am Brehmobil in Ziegelstein ab 15:30 Uhr bin ich für Sie da. Ich freue mich drauf.